Am Tag nach der Auferstehung sind zwei Jünger unterwegs nach Emmaus. Sie sind immer noch traurig darüber, was passiert war und dass Jesus gestorben ist. Von seiner Auferstehung haben sie gehört, können es aber nicht glauben. Sie reden kaum miteinander, so traurig sind sie. Da kommt Jesus zu ihnen. Sie erkennen ihn aber nicht. Sie meinen, er sei ein Fremder. Er fragt sie, warum sie so traurig sind. Sie reden mit ihm. Und Jesus erklärt ihnen, warum das alles so in Jerusalem passiert ist. Und was in der Heiligen Schrift schon früher darüber geschrieben wurde. Und dass alles so sein musste, damit die Menschen erlöst werden. Als sie in Emmaus ankommen, will Jesus weitergehen. Die Jünger laden ihn aber ein, mit ihnen zu essen. Und als Jesus mit ihnen am Tisch sitzt und das Brot bricht, so wie er es am letzten Abendmahl getan hat, erkennen die Jünger endlich, dass der Fremde Jesus ist. Sie freuen sich sehr. Doch da ist Jesus schon wieder verschwunden. Auch wenn wir Jesus nicht einfach treffen können, wie damals die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, so können wir doch seine frohmachende Botschaft hören. Wenn wir in der Heiligen Schrift lesen etwa, oder wenn wir uns miteinander über unseren Glauben austauschen. Denn dann können auch wir die Freude im Herzen spüren, die uns die Botschaft von Jesus bringt. Zuerst hatten die Emmaus-Jünger Jesus nicht erkannt. Erst beim gemeinsamen Essen, als er mit ihnen das Brot brach, gingen ihnen die Augen auf. Deshalb ist für uns Christen das gemeinsame Mahlhalten ein ganz wichtiges Ritual. Denn beim gemeinsamen Essen nehmen wir uns Zeit füreinander. Wir sprechen über die Dinge, die uns beschäftigen und bewegen und erfahren so Gemeinschaft und Geborgenheit. Ein ganz besonderes Mahl findet für uns Christen in der Feier der Eucharistie statt. Es geht zurück auf das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod gefeiert hat. Damals hatte er für die Gaben von Brot und Wein gedankt und über das Brot gesprochen: Seht, das ist mein Leib. Und über den Wein: Seht, das ist mein Blut. Es ist also kein Brot mehr, sondern der Leib Christi. Und im Kelch ist kein Wein mehr, sondern das Blut Christi. Das gebrochene Brot erinnert uns daran, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Wenn wir also heute bei der Heiligen Messe den Leib Christi empfangen, dann können wir Jesus spüren, können ihn in uns aufnehmen und er kommt ganz nahe zu uns.